Als Christen haben wir oft in unserem Herzen ein tiefes Verlangen, für Gott brauchbar zu sein. Zeugen seiner Errettung in unserem Leben, seiner Befreiung, seines Wirkens in unserem Leben zu sein. Wir haben das Verlangen, dass wir brennend sind für das Reich Gottes. Und das ist ein Wirken des Heiligen Geistes in unserem inneren Menschen. Der Heilige Geist kommuniziert mit unserem Herz, mit unserem Geist, dass wir dieses Verlangen haben, brennend im Geist zu sein. Als ich über dieses Bild nachdachte, brennend im Geist zu sein, fiel mir das Bild oder der Beruf eines Schmiedes ein. Ein Schmied bearbeitet das Material im Feuer, unter Druck, und es kommt wirklich etwas Brauchbares, etwas Wertvolles daraus hervor. Und zunächst dachte ich, als ich dieses Bild mir so vorstellte, oh, das ist für mich nicht so erstrebenswert. Wenn ich darüber nachdenke, dass der Herr und der Heilige Geist mich in seinen Händen formt und wirklich in diesen Prozess des Schmiedens hineinnimmt, damit ich ein Werkzeug in seiner Hand sein kann, ein brauchbares Werkzeug, dann war mir das nicht so erstrebenswert. Ich wollte nicht in diesen Prozess des Schmiedens, dieses Feuers, in diesen Druck, in dieses Bearbeiten kommen, sondern ich wollte gleich eine brauchbare Speerspitze für den Herrn sein, einsetzbar für ihn, wirklich gegen die Attacken des Feindes vorwärts zu gehen. Und dann sprach der Heilige Geist zu mir: Du musst geläutert werden. Du musst durch diesen Prozess des Läuterns hindurchkommen. Läutern meint abschöpfen, reinigen, wertvoll machen. Alles, was nicht in dieses Edle hineingehört, wird abgeschöpft und gereinigt. Du musst in diesen Läuterungsprozess kommen. Aber trotzdem dachte ich, oh, kann das nicht gleich schneller gehen? Kann das nicht gleich irgendwie durch den Heiligen Geist hervorgebracht werden? Und dann sprach der Heilige Geist weiter zu mir und sagte: Du musst mit meinem Feuer in Berührung kommen. Mein Feuer wird dich verändern. Mein Feuer wird dein Leben verändern. Wenn du in meinem Feuer geläutert wirst und bearbeitet wirst, dann wird etwas hervorkommen, was für mich einsetzbar ist. Und ich weiß, dass dieses Feuer des Herrn niemals mich verbrennen wird. Es ist ein biblisches Wort, eine Verheißung, dass das Feuer uns nicht verbrennen wird. Das steht in Jesaja. Und ich möchte dir das Bild vor Augen malen von diesem Schmied, von diesem Reinigungsprozess, von diesem Läuterungsprozess, der uns einsetzbar macht für das Reich Gottes. Dass du darauf dein Leben einrichtest, dass du sagst: Ja, ich will das auch. Ich will diesen Läuterungsprozess. Ich will, dass alles, was nicht gut ist, aus meinem Leben wegkommt. Ich will brennend sein für den Herrn. Ich will mich ausstrecken nach den Dingen, wo der Herr sagt: Du bist brauchbar, du bist ein Werkzeug in meiner Hand. Das ist das, was die Bibel meint, seid brennend im Geist, dem Herrn dienend. Sei brennend im Geist. Ich möchte dir das zusprechen. Sei brennend im Geist, in deiner Umgebung, wo du bist. Sei brennend. Sei ein gutes Werkzeug, ein verwendbares Werkzeug. Ein Werkzeug, was funktioniert in den Händen von dem Herrn, von Jesus, dass er wirklich durch dich Menschen gewinnen kann. Gott hat mehr für dich.